und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wimmelbild im Weihnachtsfieber. So, wir gehen hier rein. Und wo war's? Nee, wir wollen dieser blöde Code. Oh, jetzt wird sowas sehr. Jetzt wird die Musik sehr dramatisch. Ach so, Entschuldigung. Das habe ich jetzt nicht geschaut. Warte, ich gehe nochmal raus. So. Oder lässt du das? Wieso bist du jetzt immer noch zu? Komisches Auge. Oh, das ist ja eklig, da rein zu stühlen. Na, das hat er nicht gefallen, ne? Dann machen wir es halt andersrum. Dünnes Glas ist das Einzige, was mich von dem Rubin trennt. Was hab ich hier? Was hab... Ach, da. aha. Ich find's immer wieder genial mit so einem Glasschneider, wie sauber die Ränder dann sind. Ne? So, nimm den Rubin. Was? Ich kann den Löwen... Achso. Ja, komm. Greif doch einfach rein. Ja, ich hab dich nicht gesehen, mein Freund. King of the Beasts, you're alive. So, bist du wieder da, oder? Kommst du langsam? Juhu! Warte. Zack. Seid ihr jetzt zufrieden? So, passt auf jetzt. Jetzt. Tada! So, und jetzt. Oh, ich bin so gespannt. Oh Gott, seid ihr auch gespannt? Oh, ich hätte es eigentlich in den... Ja, ich hätte es in die letzte Folge noch packen sollen. Und dann hier werde ich... Ich mache heute eine ganz kurze Folge. Ich mache heute eine ganz, ganz kurze Folge. Tut mir leid. So. Tschüss. Ja, ja. Ihr seht es natürlich an der Länge des Videos. So, bitteschön. There's no way I'm letting those disgusting lovebirds get engaged. Oh, wild north wind, I summon thee. The cold is unconquerable. Christmas is no time for joy. It's the dead of winter. Ich sagte zu nix. Ich hab jetzt alles gemacht. Alles. Nur. Damit die zu Eis erfrieren. We've got to stop that wind. Scrooge and Belle are right in its path. Quick, the fireworks cannon. That'll do it. What? Das war ja ein nützlicher Trick. Jetzt werde ich mich um den abscheulichen Wind kümmern. Das mache ich. Ach, der verhängnisvolle Atem des Windes, er nahm sie in seine kühle Umarmung. Jo, dann. Hallo. Nordwind, wie kannst du es wagen, dem Geheiß des bösen Scrooge zu folgen? Du kannst mich nicht aufhalten! Du kannst nicht vorbei! So, hier hätten wir ein Bäumchen. Ohne Rad kann ich das gar nicht. Ja, wir haben ja... Was haben wir eigentlich noch an Feuer? Den Zündstern haben wir behalten. Immerhin. Wir brauchen also ein Rad. Wir brauchen dann wahrscheinlich noch viel mehr. Also ein Rad, aber momentan braucht man ein Rad. Einen Rad. So, bitteschön. Ja, hier brauchen wir drei Bäume. Das ist mir schon klar. Wir haben nur einen. Ja, aber wenn ich es so richtig bedenke...
denke. So richtig viele Alternativen haben wir jetzt zurzeit gar nicht, oder? Seht ihr? Ich sag das doch. Ich sag's doch, dass wir nicht viele Alternativen haben. Oh, jetzt muss ich das ganze Zeug hier abklappern. Dann klappern wir. Dann klappere ich mal ab. So, das ist das Ding hier, ne? So, da haben wir nix. Gut. Jetzt müssen wir mal durch. Jetzt müssen wir alle Bilder durchklappern, weil die sagen uns ja nichts, ne? Also hier ist nichts. Ich habe schon 5000 Mal geschaut. So, wir hätten hier... können wir nochmal in die Schule? Da müssen wir ja sogar rein. Weil hier ist ja nun gar nichts. Oder ich übersehe was. Was natürlich sein könnte. Ach, wenn dieser böse Scrooge nicht gewesen wäre, hätte dieser Baum Zeuge eines wunderbaren Heiratsantrages werden können. Ja, puh. So, Schule. Was haben wir denn hier noch? Auch nichts mehr, ne? Wahnsinn. Das haben wir alles abgearbeitet. Wahnsinn, super. Also, da brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr mit aufzuhalten. Weiter. Hier draußen war, glaube ich, auch nichts mehr, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Wir schauen aber trotzdem nochmal. Dann sieht es ja schon mal gar nicht so schlecht aus. So. Hier. Ach so, ja. Diese blöde Feder. Hier, bitteschön. Ich bin immer noch der Meinung... Ach nee, wir haben die Feder ja schon weg. Nee, dann nicht. Ja, Feder brauchen wir. Wartet mal, was ist denn hier? Sicher festgebunden. Da hätten wir ja auch mal mit der Sichel rangekonnt, ne? Aber... wollen sie nicht. Ja, also hier ist auf alle Fälle noch irgendwas, ne? Sicher rangebunden. Was auch immer. So, jetzt könnten wir hier, oder wir gehen erstmal hier rauf. Sicher rangebunden. Haben wir hier noch... Ach so. Ja, aber das haben wir auch nicht. Ich sag's nicht gern, aber wir haben nicht viel. Wir haben keinen Schraubenschlüssel. Und da ist auch nichts. Verdammt und zugenäht. Jetzt müssen wir doch wieder hier hin. Wer ist hiermit? Oder hiermit? Oder vielleicht hiermit? Komm, Mehl. Mehl muss daran. Ihr seht, Verzweiflung breitet sich aus. Verzweiflung breitet sich aus. Was haben wir eigentlich noch hier draußen? Wartet mal, was war denn das da hinten? Das habe ich noch nicht ganz verstanden hier. Deswegen werden wir es mal in Angriff nehmen. Vielleicht müssen wir irgendwelches Geld rein. Das hier habe ich echt noch nicht verstanden. Ach so, wahrscheinlich so, was hier braucht man da noch. Ja, dann ist es auch für die Katz. Puh, langsam geht's uns aus, ne? Was haben wir eigentlich nur noch? Ein Hebel. Nimm doch das als Hebel. Komm, nimm's als Hebel. Keine Kombination und außerdem und überhaupt. Ja. Wir haben aber auch langsam keine Combination mehr. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Müssen wir einen Tipp nehmen, ne? Ich habe jetzt alles gemacht. Tut mir leid. Müssen wir einen Tipp nehmen. Ja. Ist ja nix. So, was sagt der Tipp? Habe ich dort was vergessen, ne? Mist. Was habe ich denn vergessen hier? Wahrscheinlich hier, ne? Soll ich mal alles drauf haben? Habe ich da nicht schon alles drauf gehabt?
Schneeflocke? Oder... Benjamin Blümchen. Irgendwie ist hier... Irgendwas ist hier noch. Hallo? Aber was? Da braucht er Rat. Ich habe keinen Rat. Könnt ihr mir einen Rat geben? Hierhin muss ich. Das ist doch der Tipp. Oh, verdammt. Steckt mir jetzt echt fest? Ja, da brauche ich drei von den Viechern da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir feststecken. Ich soll hier hin. Wo er schaut. Ah, das Blöde ist wirklich. Ja, ich muss hier hin. Und wenn ich jetzt hier hingehe, theoretisch und. Ach so. Doch, doch. Tatsächlich, das hätte ich auch so sehen können. Ich kann keinen Tipp nehmen brauchen. Also gut. Warte, wir schmeißen mal dem alles drauf hier. Wer weiß. Manchmal ein bisschen Mehl. Oder ein Knallbonbon. Hm. Vielleicht braucht er ein bisschen Sternen. Oder wir hupen den mal weg. Hm. Hm. Ich würde ja wieder schaufeln, aber... Ohne Rat, ohne Rat kein Preis. Ja, was um Himmels Willen? Also nochmal, hier ist das. Und Gott, ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt echt, bin total, bin ratlos. Ich bin ja im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Bin ich? Es kann doch nur hier drin irgendwas sein. Aber ich habe da schon alles draufgeschmissen. Oder habe ich es nicht richtig drauf? Aber das Rad, wir haben kein Rad. Wir haben eine Münze. Und ein Zündstein. Brauche ich irgendwas mit... Ja, Zündstein, ja, aber doch nicht jetzt. Die Schaufel, Mehl und das Knallbonbon. Schneeflocke. Die hätte ich ja hier drauf, wenn es denn sein muss. Bitteschön, hier oben. Das passt perfekt, oder? Super. Könntet ihr mir bitteschön sagen, was ich zu tun habe? Ich weiß es nicht. Hm. Soll ich mal ein bisschen alleine suchen? Jetzt wird's für euch... Echt ein bisschen langweilig. Gebe ich zu. Manchmal ist es, wenn man alleine sucht, dann hat man es plötzlich. Ich werde mal... Ansonsten komme ich wieder und wir müssen vorher erstmal Schluss machen, weil meine Konzentration weggeht. Ne? Ich habe mal noch einen Tipp genommen, ne? Und der Tipp, der hat so gemacht. Drr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 r
Nur, wo zur Hölle sind die Bäume? Sag ich euch. Das ist des Pudels Kern. Tannenbäume. Das ist des Pudels Kern. Die sind bestimmt hier irgendwo überall versteckt. Die blöden Bäume. Vielleicht hier irgendwo, oder? Die sind bestimmt irgendwo, wo man total draufklicken muss. Ja, ich weiß. Und schaut hin. Hm. Ich habe so viele Tipps schon genommen. Ja gut, dann schaue ich mal, ne? Ob ich es da finde. Drei Schlösser, drei Bäume und abermals viel Schnee. Habe ich nicht Schnee da drauf? Idiot. Aber das hat mich... Wisst ihr, ich bin drauf und habe das gelesen und habe gedacht, Schnee? Warum habe ich das... Ja, jetzt sieht... Und jetzt haben wir nichts mehr. Was braucht man? Hebel. Hebel? Moment. Das weiß ich, wo es ist. Hier. So, jetzt. Das ist wie so ein Domino-Effekt. Na wohl. Ich habe doch keinen Code. Oder vielleicht doch. Oh, oder vielleicht doch. Nee. Wo war denn... Ich glaube, in der Schule. Nee, nicht in der Schule. Quatsch. Mit Soße. Quatsch. Mit so- Warte mal, wo war denn das? Da, komm. Bring mich hin. Achso, ja. Hier oben. Richtig. So, Werkzeug. Gib uns Werkzeug. Ach, und dann haben wir schon mal einen Seitenschneider. Genau. So, Seitenschneider ist supi. Dann können wir, ja, wir können entweder hier oder hier oder hier. Gehen wir erstmal hier hin. Holen uns dieses wunderbare Wagenrad. Zack. Knack. Knack. Einmal hat gereicht. So. Und jetzt können wir... Schießen. Jetzt könnten wir ja schon schießen. Ne, wir können natürlich nicht schießen. Wir gehen erst mal hier hin, weil wir ja hier eigentlich gar nichts machen können. Hey, was willst du hier von uns? Ach so! Echt? Wäre das auch was hier? Oh, schön. Daran habe ich ja schon gar nicht mehr gedacht. An den... Ich habe gedacht, er nimmt das Geschenk. Ach nee, doch. Wartet mal, da kommt mir eine Idee. Die Postkarte. Oh, das ist wie so, ne, wenn man ein Ding hat, dann ergeben sich plötzlich völlig neue Perspektiven. So, nu. Ah. Ging, ne? Entweder war es Zufall oder eben super. So, ja, das kommt mir auch sehr kenntlich vor. Hier, so, der letzte im Bunde. Das, Moment. Haha. Was bekomme ich da? Ein Ladestock. Hahaha. Sehr schön. Aber wir haben keine Kugel, oder? Oder was nimmt man als Kugel? Was fährt man da? Ein Schnur. Puh, wo müssen wir jetzt hin? Ja, aber ich glaube, wir müssen noch irgendwo anders hin. Na gut, erstmal hier. Wagen. Rad. Zack. Hier, Ladestock. Mhm. Mal schön sauber gemacht.
So, eine Schnur dran. Mhm. Und jetzt, Achtung, wir haben doch noch, ach hier. Du brauchst etwas zum Anzünden. Ich hab gedacht, hier. Ich hab gedacht, hier. Hm. Du brauchst erst was zum Anzünden? Ja, was? Was brauchst denn du zum Anzünden? Ach, halt mal die Tannenbäume. Die... Ach so, ja. Ja, ich verstehe. Ich verstehe die Problematik. Ah, Müllbild. Juhu. So, Hammer. Ich bin ein Hammer. Nee, das war ein Korkenzieher. Ja, war fast dasselbe. Kommt, Hammer und Kork. Oh, es ist eine... Schau doch mal hin. So viel Müll. Ich sehe gar nichts. Um ehrlich zu sein, sehe ich nicht das Geringste. Wo ist der Hammer? Da sehe ich eine Mohrrübe. Oder auch Karotte genannt. Aber ich möchte... Da ist doch der Hammer. Hm, hier ist ein kleiner Globus. Ein Riesenmesser. Hier ist... Nee, wo ist... Nee. Messer. Messer. Da ist schon wieder so ein Dart. Messer. Oh, das ist so viel. Komm, wir schauen mal weiter. Handschuhe. Die Handschuhe, die habe ich doch gerade gesehen, oder? Ist das? Nee. Das hier? Okay. Bumerang. Bumerang. Hier ist eine Rakete. Brauchen wir die? Bumerang. Versteck dich nicht. Fächer, das verstehe ich nicht. Kreide. Puh, die können überall sein. Kreide. Wisst ihr das? Was ist denn eigentlich das hier? Wo kommt denn das hin? Wo kommst du? Du kommst in der Sparschwein rein. Klo. Kein Klimbern? Achso, du willst ein volles Sparschwein. Okay. I understand. Ja, nichtsdestotrotz bräuchten wir ein Messerchen. Wo soll denn das sein, das Messerchen? Ich weiß es wirklich nicht. Hier ist übrigens... Was ist denn das? Hier, bitte rein. Ach nee, warte, halt, ich hab hier was. Und? Kann immer noch kein Klimpern hören. Warte mal, ich hab noch was. Ah. Und für was wird das hier gut? Stern? Was soll ich denn damit machen? Welchen Stern? Welchen Stern soll ich da abstellen? Ach, wartet mal. Hehe, jetzt weiß ich's. Das ist nett. Das gebe ich zu. Das war nett. Ja, ja, okay. Okay, gebe ich zu. Toll. So, wir brauchen Kreide. In diesem Wust hier. Das ist Kreide. Hätte ich nie gedacht. Ich habe nur gedacht, das sieht ein bisschen blöd aus. So, Fächer. Was meinen die denn mit Fächern? Ach, ein Fächer. Ja, okay. Und wieder ist sowas Einfaches wie ein Messer unser letzter... Ach, unser letzter. Unser letzter? Ich kann es einfach nicht beenden, den Satz. Das ist... Wo ist denn das Messer? Ach, das hängt hier so drin. Ah, soll jemand draufkommen? Eine Rakete. Eine... Moment. Eine Rakete. Bitteschön. Okay. So, los. Hau ihn um die Ohren, das Ding. Thank you.
Es ist unglaublich. Die Vergangenheit hat sich zum Besseren verändert. Jubadu! Ah, die Belle. Schaut's euch an. Sag mal, wer bist denn du? Hello there! I'm the ghost of Christmas present. It was good of you to change your uncle's past, but the present is still... it's a wreck! Immer noch nicht. Verändert. See that? Scrooge's clerk, Bob Cratchit, sent your uncle a letter asking for help. But that naughty little Scrooge got in the way. Schon wieder. You better find that letter. Tiny Tim's life is on the line if Scrooge doesn't get it in time. Oh my, listen to me rhyme. Say, you better hurry. Was? Du solltest den Brief lieber suchen? Solltest du schon erlangen? Musst du... Ach doch, passt. Selbst hier reimt sich's. Sehr schön. Liefere dem... Hier, bitteschön. Ich hab den Brief... hallo? Hier. Ja. Ich will dir nichts sagen, aber... Das geht nicht. Gut. Und? Und hier ist Belle. Oder soll ich sagen, Tante Belle? Es wird etwas dauern, sich daran zu gewöhnen, aber die Mühe nehme ich gerne auf mich. Ach, doch Scrooge ist noch nicht über den Berg. Sein Leben wird bald enden, auch wenn es gerade erst richtig begonnen hat. Vor mir liegt noch viel, 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 viel Arbeit. Viel, viel, viel. Das Leben meines Onkels ist gefüllt mit Familie und gutem Mut. Selbst der Weihnachtsbaum spiegelt es wieder. Ach, schön, oder? Ein bisschen schön. So, ciao für heute.